Was sollte denn sonst heilig sein außer das? Und das ist ja das Einzige, was es gibt davon, ne? Glaube ich. Was ist das Einzige? Der Koran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geehrte Geschwister, und einen schönen guten Tag. Wir sind hier heute in Nürnberg mit... Timo. Mit Timo. Und wir machen hier heute den Quiz Teste dein Wissen über den Islam. Der Timo hat uns hier gesehen und wollte gerne mitmachen, wollte sein Wissen mal testen. Er ist relativ confident, selbstbewusst, oder? Ja, geht so. Okay, cool. Wie alt bist du, Timo? 21 bin ich. 21. Und was machst du so? Studium, Arbeit? Ich studiere in Nürnberg Sozialökonomie. Ah, sehr cool. Nice. Also, teste dein Wissen über den Islam, Timo. Das läuft folgendermaßen. Wir haben hier, 8 Aussagen über den Islam. Die werde ich hier, das sind Magnetstreifen, die werde ich hier ankleben. Und du musst bewerten, ob diese Aussagen wahr sind oder ob diese Aussagen falsch sind. Okay? Du kriegst in jedem Fall von uns eine Teste dein Wissen über den Islam Geschenkbox. Und wenn du 6 oder mehr Aussagen richtig bewertest, kriegst du sogar noch zusätzlich einen Hauptpreis in Höhe von, da kommt's, 50 Euro. Klingt gut, oder? Super. Okay, so, bevor wir anfangen, Timo, woran glaubst du eigentlich? Also, meine Konfession ist katholisch, aber ich glaube nicht so wirklich an Gott. Also, nicht an Gott? Ja, genau. Okay, cool. Dann fangen wir mal an mit der ersten Aussage. Ach ja, und noch eine Sache, bevor wir anfangen, sorry. Wir nehmen das Ganze auf und laden es auf YouTube hoch. Damit bist du einverstanden? Alles perfekt. Alles klar, super. Dann beginnen wir mit der ersten Aussage. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen sei auf ihm, wurde in Medina geboren. Also ich habe Medina schon mal gehört. Ich würde sagen, ja. Okay, dann gebe ich dir einmal hier das und das. Kannst du gerne in der Hand halten. Und dann kannst du selber die Antworten. Wenn du das hier oben machst, dann kommt unten die Auflösung gleich. Perfekt. Ganz genau. So, die zweite Aussage. Muslime glauben, dass Engel wie Babys mit Flügeln aussehen. Nee, ist falsch. Okay. So, auf Basis wovon ja, beantwortest du? Das ist so Klischee irgendwie so, dass Babys mit Flügeln Engel sind irgendwie, ich weiß. Okay. So, dann kommen wir mal. Vielleicht gerade deswegen, ich weiß es nicht. Am Ende, wenn wir alle Aussagen durch haben, lösen wir auf. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen sei auf ihm, hatte keine Kinder. Boah, schwierig. Lass dir ruhig Zeit, du kannst auch gerne laut denken und uns an deinen Gedanken teilhaben lassen. Boah, hat er Kinder. Aber wenn er so Prophet war, so hatte er Zeit für Kinder, Familie. Schwierige Frage. Ich muss raten, ehrlich. Er hat keine Kinder. Es ist richtig. Okay, also du sagst, er hatte keine Kinder. Ich sag, er hatte keine. Okay. So, die nächste Aussage. Muslime glauben an ein ewiges Paradies und eine ewige Hölle. Meine Confidence ist komplett weg. Nein, lass dich davon jetzt nicht so. Ich glaube, also ans Paradies glauben sie auf jeden Fall, das weiß ich. Ja. Aber muss ja ewig sein eigentlich, ne? Oder kann man da auch Scheiße bauen? Ich weiß es nicht. Aber das Ding ist halt, ich würde sagen nein, weil an Hölle, ich glaube an das Prinzip Hölle gibt es nicht, oder? Das ist die Frage. Das ist so tricky, glaube ich. Ja, also geschenkt, okay doch, es gibt schon was geschenkt, die Geschenkbox, aber die 50 Euro, da musst du schon ein bisschen Hirnschmalz einsetzen. Ich sag nein. Okay. Ich weiß es nicht. Kein Problem, wir lösen es auf. So, die 5. Aussage. Erste Halbzeit geschafft. Was denkst du, wie hast du dich bis jetzt geschlagen? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe schon viel falsch. Ich glaube schon, aber mal gucken. Es ist halt geraten, ich kann es dir nicht sagen. Okay, wir lösen gleich auf, wenn wir fertig sind. Die 5. Aussage. Der Koran, das ist das heilige Buch der Muslime, ja. Wo wir daran glauben, dass es von Allah, von Allah gesprochen wurde und durch den Erzengel Gabriel an unseren Propheten überliefert wurde. Das ist der Koran. Darf nur auf Arabisch gelesen werden. Also ich weiß, dass er übersetzt ist auch. Ja. Also macht es ja keinen...
Aber von gläubigen Muslimen jetzt darf er nur auf Arabisch lesen. Ist die Frage so gemeint oder darf er generell nur auf Arabisch? Die Frage ist so gemeint, wie es hier steht. Der Koran darf nur auf Arabisch lesen. Dann stimmt's nicht. Okay. Super. Dann kommen wir zur nächsten Aussage. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, starb im Alter von 63 Jahren. Das Witzige ist, der hat vorhin hier zugeguckt und da kannte er voll viel. Also hat er gesagt, ah, die Aussagen, ich kenne die. Ich könnte die locker beantworten. War die Frage dabei? Nein, ich meine allgemein. So, ja, und jetzt kommen auf einmal so Fragen, die er gar nicht kennt, so Aussagen. Ja, das muss man jetzt raten, da habe ich keine Ahnung. Aber für damalige Verhältnisse war das schon recht alt. Ich glaube, damals sind die nicht so alt geworden. Okay. Aber vielleicht eher schon. Ich würde sagen, ich habe schon so viel falsch, dass ich jetzt einfach wie bei Multiple Choice in der Arbeit. Ich habe bis jetzt nur A angekreuzt. Richtig falsch. Ja, genau. Ah, 63, ab 63 ist... Ja, ich sag ja, komm. Okay, super. So, kommen wir zur nächsten Aussage. Muslime glauben, dass nur der Koran ein heiliges Buch Gottes ist. Was denkst du? Denk mal ruhig laut. Ich glaube ja. Ja, weil es ist ja Gottes Wort, also Allahs Wort. Richtig. Und was sollte denn sonst heilig sein außer das? Und das ist ja das Einzige, was es gibt davon, ne? Glaube ich. Was ist das Einzige? Der Koran. Ist das Einzige, oder? Das ist ja die Frage hier sozusagen. Ja. Okay. Komm, dann habe ich mal zwei hintereinander auf einer Basis. Man kann ja auch nicht genau einfach, ne? Das Muster darf sich ja auch nicht durchziehen. Die letzte Aussage. Muslime entrichten einmal jährlich Almosen in Höhe von 2,5% ihres Vermögens. Davon habe ich jetzt echt noch nie gehört. Okay. Aber vielleicht geht man auch nicht so hausieren damit. Interessanter Gedanke. Weil wenn man spendet, dann ist es ja immer so eine eigene Sache. Mhm. 2,5% ihres Vermögens, also Vermögen, alles, was sie haben, 2,5 jährlich. Richtig. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Gut. Sind wir durch? Was sagst du? Was denkst du? Ich hab verkackt, ehrlich. Okay, wir lösen mal auf. Außer ich hab viel Glück, aber... Wir lösen mal auf und dann schauen wir mal, okay? Aber nicht traurig sein. Nein, alles gut, ich hab nichts verloren. Das stimmt, da hast du recht. Du gewinnst auf jeden Fall. Also die erste Aussage. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, wurde in Medina geboren. So, da hast du geraten, hast gesagt, okay, ich habe Medina mal gehört, hast gesagt, richtig. Ist leider falsch, die Aussage ist falsch. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, wurde in Mekka geboren. Ach, das... Also das ist... Ja, Medina ist auch eine Stadt im heutigen Saudi-Arabien und Mekka auch. Medina ist auch eine heilige Stadt im Islam. Ja. Aber das ist die Stadt, wo der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, später ausgewandert ist, weil er in Mekka verfolgt wurde von den Götzendienern. Also sie wollten ihn töten. Sie haben ihn verfolgt. Die Muslime wurden boykottiert, sie wurden gefoltert. Und deswegen sind die Muslime ausgewandert. Aus Mekka nach Medina, aber er ist in Mekka geboren. Hätte man wissen können. Ja. Jetzt im Nachhinein macht es Sinn, weil ich weiß es ja eigentlich auch. Also nicht, dass er geboren wurde, aber man betet ja Richtung Mekka und so. Das stimmt, man betet auch Richtung Mekka. Aber das ist halt, siehst du, und da sieht man noch, also er weiß schon eigentlich ein paar Sachen, aber du hast halt Pech gehabt mit den Fragen, den Aussagen. Nächste Aussage. Muslime glauben, dass Engel wie Babys mit Flügeln aussehen. Das war dir ein bisschen zu plakativ und zu klischeehaft, ne? Ja, ja. Also du hast die Aussage aber richtig bewertet. Nein, also Muslime glauben nicht daran, dass Engel wie Babys mit Flügeln aussehen. Das ist ja so ein Gedanke irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Teil der christlichen Glaubenslehre ist, dass Engel so aussehen, aber sie werden ja so oft so abgebildet auf Skulpturen und Gemälden und so weiter. Aber nein, das ist im Islam ist das nicht so. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, hatte keine Kinder, hast du gesagt. Diese Aussage hast du falsch bewertet. Da war ich mir auch echt unsicher, weil da habe ich gedacht, kann schon sein so. Ja, du hast halt den Gedanken geäußert, okay, Prophet, der hat viel zu tun, hat der Zeit für Familie und so weiter. Genau. Aber der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, hatte tatsächlich Kinder. Im Islam gibt es so etwas wie Zölibat beispielsweise, wie es das im Christentum gibt. Gibt es das nicht. Also die Propheten hatten Frauen und Kinder, die Muslime haben Frauen und Kinder, auch Imame oder was auch immer. Eine Familie zu gründen ist Teil des Islam.
Okay. Und unser Prophet hatte auch selber Kinder. Die vierte Aussage. Du hast zwei. Du darfst jetzt keine Aussage mehr falsch haben, ne? Ja, ist das ich weiß schon. So, jetzt mal schauen. Muslime glauben an ein ewiges Paradies und an eine ewige Hölle. Warum hast du da falsch gesagt? Das würde mich schon mal interessieren. Du hast gesagt, du glaubst daran, dass es ein Paradies gibt, aber ja, nicht daran, dass es eine Hölle gibt? Ich bin mir auch nicht sicher gewesen wegen der Hölle, aber ja, jetzt im Endeffekt macht es echt gar keinen Sinn, weil wenn es sowas wie Paradies geben muss, ja auch den Gegensatz geben. Also im Christentum ist es ja so Himmel-Hölle, aber ich war mir nicht sicher, ob es das auch da gibt. Also ich, keine Ahnung. Ja. War ein Guess, aber ich glaube jetzt eher sogar, dass es richtig ist. Ja, es ist tatsächlich, also die Aussage ist richtig. Ja. Du hast dich falsch bewertet. Und wir wissen leider inzwischen jetzt auch schon, dass du die 50 Euro nicht gewinnen wirst. Schade. Muslime glauben tatsächlich daran. Also an ein ewiges Paradies und an eine ewige Hölle. Wir sind hier auf dieser Welt. Diese Welt ist eine Prüfung. Ja. Der Mensch muss diese Prüfung bestehen. Nachdem der Mensch gestorben ist, wird er wieder auferweckt. Also er erwacht wieder zum Leben sozusagen. Ja. Und dort wird der... Dort rechnet Gott mit den Menschen ab, also es erfolgt die Abrechnung. Ja. Jeder, der als Nicht-Muslim stirbt, okay, Nicht-Muslim stirbt, kommt für immer und ewig in die Hölle. Das ist ganz klar. Ja. Jemand, der als Muslim stirbt, wird dann, es gibt eine Waage, okay, auf diese Waage werden die guten Taten und die schlechten Taten gewogen. Wenn deine guten Taten überwiegen, kommst du ins Paradies. Wenn deine schlechten Taten überwiegen, dann kommst du auch als Muslim, kommst du in die Hölle, musst sozusagen deine Strafe absitzen, also deine schlechten Taten abtilgen und kommst danach aber trotzdem ins Paradies. Also Muslime, als Muslim kommst du definitiv ins Paradies. Ja. Die ewige Hölle, da kommen Nicht-Muslime, also Menschen, die als Nicht-Muslim gestorben sind, kommen in die ewige Hölle. Ah, okay. Ganz genau. Genau. Die nächste Aussage. Der Koran darf nur auf Arabisch gelesen werden. Da hast du dich fast einmal kurz aus der Bahn bringen lassen, aber dann hast du dich noch wieder gefangen. Du hast ja gesagt, es gibt ja auch den Koran auf Deutsch, ne? Genau. Ist natürlich vollkommen richtig. Also die Aussage hast du richtig bewertet. Die Aussage ist falsch. Der Koran darf auch auf anderen Sprachen gelesen werden. So, das Interessante daran ist jetzt, wenn du als Muslim den Koran in arabischer Sprache liest, dann wirst du dafür belohnt. Also es ist ein Gottesdienst, den Koran in arabischer Sprache zu lesen. Du wirst dafür belohnt. Und sogar es hat sogar eine sehr große Belohnung. Für jeden Buchstaben kriegst du bis zu 10 gute Taten und Allah multipliziert, vervielfacht diese guten Taten, wie er es wünscht. Also du kannst auch für einen Buchstaben 100 gute Taten oder 1000 gute Taten aufgeschrieben bekommen. Bei der Übersetzung ist das nicht der Fall. Du kannst die Übersetzung selbstverständlich lesen, aber du wirst dafür nicht belohnt, wie du belohnt wirst, wenn du den Koran auf Arabisch liest. Okay. Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. Ja. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, starb im Alter von 63 Jahren, hast du gesagt. Was war da so der Grund, weshalb du das als richtig bewertet hast? Das war komplett geraten. Also komplett geraten? Also da habe ich wirklich gar kein Guess gehabt oder so. Okay, gut. Also die Aussage ist richtig, deine Antwort auch. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm, ist mit 63 Jahren gestorben. Der Prophet hat mit 40, wurde ihm das Prophetentum bekannt gegeben. Also er wurde mit 40 zum Propheten gemacht sozusagen. Und der Koran und der Islam wurden über einen Zeitraum von 23 Jahren offenbart. Das heißt 40 plus 23 sind wir bei 63 Jahren. Das ist auch richtig. Muslime glauben, dass nur der Koran ein heiliges Buch Gottes ist. Da hast du gesagt, ja. Wieso? Ja, das habe ich ja schon Woche ungefähr begründet. Dadurch, dass es den Koran gibt. Und ich glaube eben, meine Annahme war, dass es nur den Koran gibt. Dass es halt nur das eine Buch Gottes ist. Hm? Das einzige Heilige dadurch auch. Okay. Diese Aussage hast du leider falsch bewertet. Gut, da bin ich nicht mehr sauer auf mich. Der Grund ist, ach so, weil du gedacht hattest, dass das vielleicht die... Ja, okay. Also, wenn ich jetzt alles richtig gehabt hätte, hätte ich mich geirrt. Ja, okay, kann ich schon verstehen. Es ist tatsächlich so, dass der Islam nicht für sich beansprucht, eine neue, eigenständige Religion zu sein. Im Islam ist es so, dass der
Islam die letzte gültige Botschaft Gottes ist. Aber die vorangegangenen Propheten, Muslime glauben auch an die Propheten, an die auch die Christen glauben. Beispielsweise Noah, Abraham, Jesus, Moses. An die glauben wir auch und das sind Propheten. Und die Propheten werden gesandt, um die Botschaft zu verkünden. Die Botschaft von allen Propheten ist dieselbe. Weißt du, was die Botschaft, die gemeinsame Botschaft ist? Hast du da irgendeine Idee, was das sein könnte? So die Kerndoktrinen von diesen Propheten. Kann ich nur raten, zum Beispiel sowas wie, dass du den Glauben leben darfst, aber andere nicht dafür irgendwie anprangern solltest oder so, wenn sie es nicht tun, so irgendwie. Okay, interessanter Gedanke. Aber die Kernbotschaft und Kerndoktrin all dieser Propheten ist, bete nur den einzig wahren Gott an und geselle ihm nichts bei. Das ist die Kernbotschaft. Also, auch bei den 10 Geboten, ja. Ganz genau, das ist das erste Gebot sogar. Und das ist die Kernbotschaft von allen Propheten gewesen. Bete den einzigen Gott an und geselle ihm nichts bei. Das ist die Kernbotschaft. Jetzt ist die Sache, diese Propheten sind gekommen, beispielsweise Moses, auch mit der Tora, und hat die Botschaft verkündet. Und die Leute haben mit der Zeit diese Botschaft verfälscht. Und aufgrund dieser Tatsache wurde dann der Prophet Jesus gesandt von Gott, um die Botschaft wieder zu korrigieren. Das heißt, Jesus ist erneut mit dem Monotheismus, im Arabischen heißt das Tawhid, der Ein-Gott-Glaube, wurde Jesus wieder mit der Botschaft gesandt an die Menschen. Und Jesus hat verkündet und gepredigt, glaubt an den einzig wahren Gott und gesellt ihm nichts bei. Was ist dann passiert? Mit der Zeit haben die Menschen auch wieder diese Botschaft verfälscht. Was haben sie daraus gemacht beispielsweise im Christentum? Jesus hat den Ein-Gott-Glauben gepredigt, hat gesagt, das erste Gebot, glaubt an Gott, gesellt ihm nichts bei. Und die Menschen haben daraus im Nachhinein die Trinität gemacht. Sie haben gesagt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, 3 Personen, ein Gott. Widerspricht dem Monotheismus. Aus diesem Grund wurde dann der letzte Prophet gesandt, der Prophet Muhammad, Friede und Segen sei auf ihm, um die Botschaft wieder zu korrigieren. Und auch der Prophet Muhammad wurde mit derselben Botschaft gesandt, nämlich mit dem Monotheismus, mit dem Tawhid. Und Allah hat gesagt, dass Khatim al-Nabi, sagt Allah im Koran, dass der Prophet der Siegel der Propheten ist. Also er ist der letzte Prophet. Und nicht nur das, Allah sagt auch im Koran, dass er die Botschaft bis zum Tage des jüngsten Gerichts schützen wird. Er selber, er persönlich. Also die Botschaft des Islam wird dieses Mal nicht verfälscht werden können. Aus diesem Grund, wo waren wir? Genau, aus diesem Grund glauben die Muslime auch an die Tora und an das Evangelium. Weil Gott hat auch diese Schriften den Propheten offenbart. Und Jesus und Moses waren auch Muslime, aus islamischer Sicht. Was heißt Muslim? Muslim ist arabisch und bedeutet Gott ergeben. So, das waren auch Muslime. Und die Gefährten von diesen Propheten und die Gläubigen waren auch Muslime. Das heißt, die kommen aus islamischer Sicht auch ins Paradies. Und deswegen glauben wir auch daran, dass die Tora in ihrer ursprünglichen Form und das Evangelium in ihrer ursprünglichen Form auch heilige Bücher Gottes sind. Ja, okay, verstehe ich jetzt. Okay, so, die letzte Aussage. Muslime entrichten einmal jährlich Almosen in Höhe von 2,5% ihres Vermögens. Da hast du gesagt, diese Aussage ist falsch, weil du dir irgendwie vorgedacht hast, okay, wenn man jetzt ein großes Vermögen hat, 2,5% davon, jedes Jahr ist schon viel, dachtest du dir irgendwie, ne? Ja, aber ja gut, aber wenn man gläubig ist, vielleicht ist es einem wert so. Also es ist tatsächlich... Das ist richtig, echt? Krass. Ja, okay. Also Muslime, es ist sogar so, es ist eine der 5 Säulen im Islam. Was? Im Islam gibt es 5 Säulen. Ja. Das ist das Aussprechen der Shahada, des Glaubensbekenntnisses. Das Glaubensbekenntnis geht folgendermaßen: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das bedeutet, ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad, Friede und Segen sei auf ihm, sein Diener und Gesandter ist. Das Aussprechen ist die erste Säule, weil das musst du tun, damit du überhaupt ein Muslim bist. Dann das Verrichten der Gebete. Muslime müssen 5-mal am Tag beten. Dann das Fasten im Fastenmonat Ramadan, 30 Tage oder 29, je nachdem, wie die Mondphase ist. Das Fasten im Ramadan. 3. Das Vollziehen der Hajj, also der Pilgerfahrt nach Mekka. Und das Entrichten der Almosensteuer in Höhe von 2,5%. Das heißt, die Muslime müssen ab einem bestimmten Wert, circa aktuell ist es circa um die 5.000 Euro,
wenn du ein Vermögen von über 5000 Euro hast, musst du 2,5% darauf entrichten, als Almosensteuer jährlich. Und das ist ein fester Bestandteil im Islam. Diese Aussage ist auch richtig, du hast sie leider falsch bewertet. Dann schauen wir mal, du hast falsch 1, 2, 3, 4, 5 Aussagen von 8 hast du leider falsch bewertet. Aber das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil manche Fragen sind halt einfacher. Wenn ich dich jetzt gefragt hätte, Muslime glauben nur an einen Gott, dann hättest du wahrscheinlich auf Anhieb gewusst, dass das wahr ist. Aber das ist gar kein Problem, ist gar nicht schlimm. Denn du kriegst von uns nichtsdestotrotz eine Teste dein Wissen über den Islam. Einmal drehen wir um, zack, Geschenkbox. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Dankeschön. Ich bedanke mich vielmals für deine Teilnahme. Kein Problem. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, finde ich auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Super. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich bedanke mich vielmals und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, 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 salam.